Der Erfolgscoach der Königlichen stellte auf einer Pressekonferenz im Vorfeld des 8. Spieltags der Primera Division klar, dass eine Anstellung als Barca-Trainer für ihn nie in Frage käme. Ich habe ein weißes Herz, sagte der Trainer der Blancos auf die Frage, ob er sich vorstellen könne, Real Madrids Erzrivale Barcelona zu coachen. Diese Einstellung hat Zidane nicht erst seitdem er Anfang 2016 zum Cheftrainer der ersten Mannschaft befördert wurde, auch während seiner Zeit als Mittelfeldregisseur des spanischen Rekordmeisters zwischen 2001 und 2006. Das war schon so, als ich hier noch Spieler war. Ich wollte nie mehr für ein anderes Team spielen. Viele andere Clubs wollten mich holen, doch ich hatte kein Interesse, stellte der ehemalige Weltfußballer klar.